Ah, landen wir direkt im Blumenbeet. Das Signal kam von dort drüben. Könntest du dich ein bisschen umsehen dort? Mach ich doch glatt. Müssen wir nicht immer hier enden? Können wir uns hier ein bisschen umsehen? Ich lausche. Oh, was passiert? Da hat doch jemand die Kapsel aufgemacht. Das kann doch nicht. Oh. Was zum? Mach mal jemand ein Foto. Dieses Megani ist ein Lumina-Pokémon. Schieß unbedingt ein Foto von ihm. Ich bin schon dabei. Komm zu Daddy. Ich bin so aufgeregt. Ich habe gehört, dass das die anlockt. Na, eine Blume riechend. Von hinten. Komm her. Megani, mal von vorne. Ich habe 65 Fotos. Ich werde hier knipsen wie verrückt. Komm mal her. Oh, sehr schön. Ich mach so viele Fotos, da kann man Stop-Motion-Film draus machen. Ein gutes muss da doch dabei sein. Na. Und weg ist das. Ja, einige gute Fotos werden wir bestimmt schon dabei gehabt haben. Lass uns darüber reden, was hier passiert ist. Und weg hier. Nein, werden wir bestimmt ein tolles Foto finden für ein Fotodex. Fotos geschossen, 22 Pokémon fotografiert, 1, ja was sonst. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Nur mit der Ruhe hier. Kristallblumen haben wir auch eins. Oha, ja, sehr schön. Das ist das Einzige, was du mir hier zur Auswahl markierst. Dein Ernst? Du weißt, die haben keine Sterne. Das ist dein Ernst? Das hier oder das hier? Was ist? How about? Das? Das zum Beispiel oder das? Das im Ernst? Das hier? Ist das Tollste? Das ist die. Das zwei Sterne. Ja gut, dann hieß es so ein bisschen, aber im Ernst? Okay. Dann haben wir das hier. Trotzdem da. Dann nehmen wir mal. Finde ich ja genial. Ich will das. Okay, das ist das Tollste. Alle anderen kriegen keinen Stern. Okay. Viertausender Bewertung. Das finde ich auch nicht schlecht, aber. Uff. Lumina-Zone, ach so, ich wollte gerade sagen. Forschungslevel, ach, in der Lumina-Zone.
Man kriegt für jede Zone ein neues Forschungslevel. Ist ja... Oha. Oh, du hast ein neues Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Und die haben großartige Pose. Naja, so großartig fand ich sie gar nicht. Sanftmütige Mysterium. Du hast einen Filter erhalten. Kratum. Profilbett erhalten. Weißkristallblume. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ja, die Fotos waren ja wenig begeisternd. Ich hoffe, wir kommen nochmal dazu, das fotografieren zu können. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Aber unbedingt wollen wir hier mal was am Foto. Es ist hier so geniale Fotos geschossen hier. Keins durfte ein Foto Dex. Das hier wollen sie. Ist doch nicht wahr. Das ist auch nicht schlecht. Das von hinten zu sehen. Das finde ich gut, weil es dann auch mich anguckt. Zwar von hinten, aber es guckt mich an. Dann haben wir, glaube ich, alles. Haben wir noch eine Seite. Und ja, passt. So zum Basiscamp. You're back. Ah, du bist zurück. Und was sagst du? War es nicht wunderschön und wahnsinnig groß? Und hat es was gesagt? Tief durchatmen, Rita. Eine Frage nach dem anderen. Du hast gut reden. Du warst doch selbst total aus dem Häuschen. Dieses Megani war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon, genau wie in den Legenden. Wie war das nochmal mit Legende? Das Lumina-Pokémon haben vor langer Zeit Lentil vor einer riesigen Katastrophe bewahrt, war so ähnlich. Ganz genau. Die Lumina-Pokémon sollen eine Musterung gehabt haben und besonderes Licht ausgestrahlt haben. Also genau wie dieses Pokémon. Du sagst es. Ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse aus den Legenden tatsächlich stattgefunden haben. Die Schlüssel zu meiner Forschung liegt darin, herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Ach ja, Professor, gab es nicht noch etwas, das du ansprechen wolltest? Es ist schon spät, das kann bis morgen warten. Okay, wenn du meinst... Und schon ist morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie ich Rita bereits erwähnt hatte, war ich gerade bei meiner Forschung auszuweiten. Alles war schon vorbereitet, um mit der Erkundung der ganzen Hinterregion anzufangen. Aber dann kamst du. Lesen ist auch nicht mehr das Wahre. Und dann kamst du und hast ein Lumina-Pokémon entdeckt. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Das ist schwer zu sagen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass uns interessante Dinge widerfahren werden, wenn du mit von der Partie bist. Meinst du? Wir werden sehen. Manchmal drückst du dich echt wahnsinnig unklar aus. Aber ich denke, das ist eine gute Idee. Je mehr wir sind, desto lustiger wird es. So sieht's aus. Möchtest du offiziell unter unserem Forschungsteam beitreten? Ja. Nö, wir beenden das Display jetzt. Ich höre damit auf jetzt hier. Ich gehe nach Hause. Excellent. Ausgezeichnet. Dann machen wir es mit diesem Mitgliedsabzeichen offiziell. Oh, ein echtes, was ich? Ein echtes Mitglied. Der Wahnsinn. Es steht dir wirklich gut. Und jetzt lassen wir uns gleich zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Ich
Bremse deinen Enthusiasmus nur ungern, aber ich muss erst noch ein paar Dinge erledigen. Was? Geduldet euch noch ein klein wenig. Es wird das Warten wert sein, versprochen. Alles Genauere werde ich erklären, wenn ihr zu eurer nächsten Erkundung aufbricht. Alles klar. Du hast einen Stempel erhalten. Du bist offiziell dem Forschungsteam der Lintier-Region beigetreten. Ein offizielles Mitglied. Neues Profilbild. Joa, okay. Und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt zu einem neuen Part New Pokémon Snap mit dem Zwergenfürst. Ja, ich würde mal sagen, ins Labor müssen wir, glaube ich, oder? Nee. Erkunden. Und dann geht's weiter mit der Story. Jawohl. Jetzt, wo du ein offizielles Mitglied unseres Teams bist, möchte ich dir noch etwas geben. Ein Apfel? Rita, übernimmst du wieder die Erklärung? Ja. Natürlich. Geht es nur mir so oder muss ich in letzter Zeit ziemlich viele Sachen erklären? Aber egal, ich bin schließlich deine Assistentin. Dann leg ich mal los. Das ist ein Samtapfel. Eine Obstsorte, die hier in Lintier wächst. Er schmeckt süß und lecker, darum sind die Pokémon ganz verrückt nach. Auf den ersten Blick sieht er vielleicht wie ein normaler Apfel aus. Aber in Wirklichkeit ist er ganz leicht und weich. Die Pokémon werden sich riesig freuen, wenn du ihnen einen davon zuwirfst. Probier es doch gleich einmal aus. Mit größtem Vergnügen. Ja, Standardknopfbewegung ist klar. Spiel mit dem Pro-Controller ist auch klar. Du kannst einen Samtapfel werfen, indem du B drückst. Versuch's doch mal. Und dann läuft das Pokémon vor die Linse. Ist klar. So, siehst du, es ist gekommen, um ihn zu essen. Jeder liebt einen kleinen Snack. Wege den Cursor für einen gezielten Wurf. Das funktioniert genauso wie bei der Kamera. Zieh einfach mit L und drücke dann B, um einen Sanftapfel zu werfen. Versuch es nochmal. Nichts leichter als das. Direkt vor die Beine geworfen. Naja, fast. Wirf noch ein paar Mal zu üben. Nein, Weitwurf bin ich noch nicht so besonders gut. Okay. Mehrere auf einmal können wir nicht werfen. Okay, genug geübt. Behalte meine Tipps im Hinterkopf, okay? Ah, wird auch eine kleine Zielübung. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ziemlich einfach, oder? Damit wäre alles gesagt. Allerdings hat der Professor gemeint, dass er immer noch mit dieser einen Sache beschäftigt ist. Oh, ich habe eine Idee. Geh doch in der Zwischenzeit auf eine Erkundung. Probiere die Samtäpfel aus. Sie werden dir bestimmt dabei helfen, ein paar schöne Fotos zu schießen. Der Professor hat gesagt, man kann sie auf verschiedene Weise verwenden. Du bist schon mit der Erklärung fertig. Danke, Rita. Es gibt noch etwas, das ich euch sagen wollte. Unsere Forschung würde davon profitieren, wenn wir auf Erkundungen miteinander kommunizieren könnten, um Informationen auszutauschen. Sagt euch Lintier Connect etwas? Ich glaube, ich habe da schon mal was gehört. Das ist ein Kommunikationsmittel hier in der Lintier-Region, das hier benutzt wird. Und wenn Rita zum Beispiel bei einer Erkundung etwas Interessantes entdeckt, kann sie uns über Lintier Connect ein Foto mit Informationen dazu schicken. Und ich kann euch so Sachen mitteilen, die mir auf dem Bildschirm auffallen. Oh, das ist ja voll praktisch. Ich weiß ja nicht. Die Intel Connect Nachrichten erscheinen oben rechts auf dem Bildschirm. Sie werden dir sicherlich nützlich sein.
Aha. Da oben. Chips noch zu öffnen. Geröstete Früchte. Nirgends mein Bonner. Eine seltsame Ansicht. Okay. Hast du schon mal gesehen, welches Pokémon diese gerösteten Früchte hinterlässt? Ich würde es zu gern wissen, wer dahinter steckt. Ach so, wir sollen einen Apfel drauf werfen und dann mal versuchen, das hinzukriegen. Mhm. Apfelmedaillen. Verstehe nicht ganz. Aber okay, wir müssen den Auftrag hier machen, müssen wir die gerösteten Früchte mal fotografieren. Oder sind die Aufträge noch woanders? Frage mich, wie es aussieht, wenn Jet Tower gehen. Dann bist du nicht auch neugierig? Megan sieht ständig, sieht sich ständig um. Wenn es hier ist, ob es wohl auf der Suche nach einem seiner Freunde ist. Frogilis legt manchmal ein seltsames Verhalten an den Tag, so als würde es die Kraft der Natur in sich aufnehmen. Kannst du mir bitte da, kannst du das bitte mal untersuchen? Okay. Geröstete Früchte und das und die Blumenwiese hier. Okay, das müssen wir. Blumenwiese und geröstete Früchte. Das andere können wir nur bei der Nacht machen. Brechen wir mal auf. Wird erstmal am Tag anfangen. Parktag. Da üben wir erstmal das Werfen von Äpfeln. Pokémon Basecamp. Die Zwischensequenz können wir auch überspringen. Können wir gleich mal ein paar Leute andocken. Ich habe vergessen zu fotografieren. Das Wichtigste. Na, kommt her. Kommt zu Daddy. Okay, wichtig ist, dass wir hier die Äpfel einsammeln. Nicht dass die Äpfel, sondern die, dass wir hier die Nüsse fotografieren. Das Bild ist bestimmt auch viel wert. Ah, da sind die Nüsse. Dann die sollen wir untersuchen. Okay, die Quest erfüllt. Ach so, da sind wir raus, welches Pokémon das. Das ist ein bisschen spät. So, Wampel herlocken. Eine Spur aus Äpfeln legen. Komm hinterher. Das bringt nichts. Verdammt. Das hätten wir gut von vorne treffen können. Die haben wir jetzt verscheucht. Ist nicht alles mit Mapfe sehr gut. Wow, hier haben wir doch Picolentes. Und Apfel. Fotografieren. Apfel. Apfel für euch. Kommt aus dem Busch. Schade. Ein Essen ist Wumpel.
Sehr schön. Du auch einen Apfel. Jetzt müssen wir bei den Blumenfeldern mal ein bisschen aufpassen. Dann müssen wir mal dieses eine Pflanzenbuch mal fotografieren. Oha. Ein Schimpep und ein Pichu. Ich muss mal einen Apfel abwerfen. Oha, es hebt den Apfel auf. Oha. Sehr schön. Dann fotografiert, wie es den Apfel aufhebt. Das ist großartig. Hi, da bist du ja wieder. Ich freue mich schon auf deine neuen Fotos. Okay, wieso fangen kann man ein neues Foto? Okay, der ist auf jeden Fall besser. Noch mal einige neue Fotos. Hier wird das, wo es den die Ranken ausstreckt, um den Apfel zu essen. Sehr gut, das hier. Na, da ist das doch besser. Sehr schön. Fotos zeigen. Professor Morris Check, Parktag. Dann wollen wir mal sehen. Vorher, nachher. Das alte war besser. Möchtest du das Foto im Fotodex behalten oder soll es mit dem ersetzten Foto, was du schon, dann behalte doch das alte. Ein neues. Ah ja, ein neues 2-Sterne-Link. Blitzer. Vorher, nachher, das ist doch eindeutig besser. Ja, sehr gut. Kann ersetzt werden. Wumpel. Sehr schön. Forschungslevel 2. Jetzt gibt es ein paar Erfahrungspunkte. Sehr gut. Wenn du weitermachst, wird unsere Forschung schnell voranschreiten. Ein Abzeichen, genau in die Mitte. Ja, im Album speichern. Das muss ich jetzt nicht immer zeigen. Kannst du keine weiteren Fotos speichern? Möchtest du den Speicherdaten erweitern, um Platz für 432 weitere Fotos zu schaffen? Nein. Kann ich den nicht mal speichern? Alles klar. Zum Basiscamp. So, dann machen wir weiter, oder? Achso, ja, wir müssen noch bei Nacht ein paar Missionen machen. Bei Nacht. Okay, die Mission haben wir doch schon geschafft, oder? Okay, Gegenden der Chaterras. Ja, das müssen wir das nochmal bei. Das ist dann noch was anderes. Also Gegenden der Chaterras. Bei Nacht. Alles klar. Irgendwo nochmal das Äpfel werfen bei Nacht. Tun wir uns noch ein paar tolle Fotos. Vielleicht kann man das ein oder andere Schnappschussfoto noch verbessern. Müssen wir in ein neues Gebiet reinkommen. So, hier Apfel. Apfel. Schade. Stand gerade so schön auf den Hinterbeinen. Dreh dich um.
Na komm, hopp du. Hier ist ein Apfel. Verdammt. So schnell wieder weg. Kommt da irgendwas? Wenn ich den Apfel dort abgelegt habe? Wahrscheinlich nicht. Na komm, Raupis. Es ist Zeit für die Raupis. Jetzt was zu untersuchen. Oha. Interessant. Ach, die gähnen. Schaut heraus. Ist doch gerade gegähnt, oder? Alles klar. Und dann kommt zu der Die. Da war er nicht mehr ganz mit drauf. Man hofft nur, dass hier noch irgendwas herausgeschlichen kommt. Sehr schön. Aber sie ist zwar ein bisschen verletzt, vielleicht. Och, süß. Sehr schön. Das muss doch so ein super Foto gewesen sein. Das ist doch was im Busch. Wir sollten viel häufiger mal in die Luft gucken. Oh, sehr schön. Damit können wir auch was triggern. Und wenn die treffen, die Reaktion ist auch nicht schlecht. Dich erreichst du die Zielmarkierung. Sehr schön. Und zurück. Ein bisschen